Sie können sehr plötzlich auftreten und sind lebensgefährlich. Gewitter. Am Wochenende stirbt ein 18-Jähriger auf der Zugspitze nach einem Blitzschlag. In Delmenhorst wird eine Familie beim Grillen schwer verletzt. Zwei Kinder schweben immer noch in Lebensgefahr. Werden Gewitter mehr? Und woher kommen neue Phänomene wie Geistergewitter? Im Studio ist jetzt bei uns der Meteorologe Alexander König von wetter.com. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Alexander. Was genau sind Geistergewitter? Ja, das Phänomen ist eigentlich gar nicht neu. Es geht dabei darum, dass Gewitter manchmal sehr, sehr plötzlich entstehen. Also innerhalb von wenigen Minuten und dann eben doch schon mal Menschen überraschen, die vielleicht auch vorher wussten, dass es vielleicht Gewitter geben könnte. Ich finde den Begriff so ein bisschen schwierig, weil er so ein wenig suggeriert, dass es vielleicht gar keine Gewitter gibt oder dass sie vielleicht nicht vorhergesagt wurden. Dabei ist die Problematik eigentlich die, dass wir Gewitter ganz gut vorhersagen können für eine größere Fläche, also dass sie dort irgendwo entstehen werden. Aber welche Orte sie dann am Ende genau treffen, das ist tatsächlich kaum vorhersagbar und auch in einem Zeitraum von 30 Minuten manchmal nur sehr, sehr schwer einzuschätzen. Was mir neulich im Flugzeug aufgefallen ist, da war in der Ferne eine Gewitterzelle zu sehen. Das war sehr spektakulär mit anzuschauen. Aber ist das vielleicht auch ein Problem, dass man diese sehr kleinen Flächen eben nicht vorhersagen kann und vor allem, wo es dann stattfindet und dass das dann eben auch sehr gefährlich werden kann? Das ist genau das Problem. Vor allem hat das ja wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Man hat eine Gewitterwarnung bekommen, vielleicht auf der App, auf dem Handy. Und dann ist das Gewitter aber gar nicht bei einem gewesen. Und da muss man sich eben immer klar machen, der Nachbarort, der kann schon abgesoffen sein. Das ist manchmal wirklich, das liegen nur wenige Kilometer zwischen. Es bleibt komplett trocken, man bekommt gar nichts mit. Und im Nachbarort, da geht dann schon die Welt unter. Und diese Kleinräumigkeit, die ist das große Problem bei der Gewittervorhersage. Man muss sich das so vorstellen, dass alles, was größer ist, die großen Wettersysteme, große Stürme, die das ganze Land betreffen oder Teile Europas, die lassen sich sehr, sehr gut erfassen. Die sind teilweise auch mehrere Tage unterwegs und können dann ganz gut weiter berechnet werden. Und bei Gewittern ist das eben anders. Sie sind sehr kleinräumig und teilweise auch nur sehr kurz unterwegs. Wie kündigt sich sowas denn an? Also wie kann man das am Ende denn so genau oder eben nicht genau, aber zumindest für eine gewisse Fläche vorhersagen? Ja, man kann sich da, wenn man jetzt draußen unterwegs ist, eigentlich auch schon ganz gut auf seine Intuition verlassen. Man sieht dann vielleicht schon, es wird dunkler am Himmel. Und gerade wenn man so den ersten Windstoß spürt, dann kommt man schon in den sogenannten Aufwindbereich. Also da saugt die Gewitterzelle dann schon die Luft von der Umgebung an. Das ist der Wind, den wir immer kurz vor dem Gewitter spüren. Und dann weiß man schon, das Gewitter steht unmittelbar bevor. Und spätestens dann sollte man auch Schutz suchen. Es ist ja leider muss man sagen, es ist ja sehr faszinierend, also gerade was du sagst, wenn man dann merkt, okay, jetzt kommt so langsam der Wind und auf einmal wird es stockdunkel am helllichten Tag. Muss es eigentlich auch immer regnen? Muss es immer diese Winde geben vorher oder kann das auch wirklich sofort passieren? Ja, ohne Regen eigentlich kein Blitz und Donner. Also der Blitz, der entsteht oder die Blitze entstehen dann eben erst durch die Reibung der Wassertröpfchen und der Eiskörner, dem Hagel, der dann in so einer Gewitterzelle entsteht. Aber man muss den Niederschlag nicht immer abbekommen. Also man hört häufig schon mal den Donner, sieht auch die Blitze von relativ großer Entfernung, gerade wenn es dunkel ist. Und das heißt aber eben nicht immer unbedingt, dass man direkt unter der Gewitterzelle ist. Da hat man es dann auf jeden Fall immer mit starken Niederschlägen zu tun. Und die können dann eben auch schon mal so heftig sein, dass schon starke Überschwemmungen entstehen. Jetzt habe ich es in der Anmoderation gerade schon gesagt, dass am Wochenende wieder Menschen gestorben sind oder auch schwer verletzt worden sind. Was kann ich denn tun, wenn mich ein Gewitter überrascht und ich vielleicht auch in einer Situation bin, auf dem Berg, wir haben es gerade eben gesagt, wo ich jetzt nicht sofort Schutz finde? Ja, so faszinierend Gewitter sind, so gefährlich sind sie eben auch. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Vor allem, wenn man in der freien Natur unterwegs ist oder das plant. Also es fängt eigentlich schon mehrere Tage vorher an. Gerade wenn ich eine größere Wanderung unternehmen möchte, insbesondere in den Bergen, wo man dann ungeschützt ist in höheren Lagen, da sollte man sich schon vorher informieren, ob so eine Gewitterlage potenziell ansteht. Denn es gibt auch Wetterlagen, da können wir Meteorologen sagen, da wird definitiv gar nichts passieren. Und dann passiert da auch nichts. Aber sobald ein gewisses Gewitterpotenzial entsteht, sollte man sich vorher informieren. Natürlich immer aktuelle Warnungen dabei haben. Ein Blick aufs Radarbild ist auch immer sehr wichtig. Und wenn man dann in der freien Natur unterwegs ist und man wird doch mal überrascht, dann hilft teilweise nur noch in die Hocke gehen, beide Beine ganz eng zusammenstellen und warten, bis das Gewitter vorüber ist. Ansonsten ist der beste Schutz natürlich immer in festen Gebäuden oder auch in Autos zumindest vor Blitzen. Aber kann diese Hockstellung, letzte Frage, dann wirklich dabei helfen, wenn der Blitz dann unmittelbar neben mir einschlägt? Hilft das dann wirklich?
Naja, man kann dann trotzdem noch vom Blitz getroffen werden. Es ist vor allem wichtig, die Beine ganz eng zusammenzustellen, damit es nicht die sogenannte Schrittspannung gibt. Denn je weiter die Füße auseinanderstehen, desto gefährlicher sind dann diese Übersprungshandlungen. Deswegen haben ja vor allem Vierbeiner ein großes Problem bei Gewittern. Das sieht man manchmal nach Gewittern an Kuh- oder Schafsherden, die dann teilweise verenden. Die haben nicht die Möglichkeiten, die Beine zusammenzustellen. Wir haben die und sollten sie dann auch nutzen. Spannend, muss ich echt sagen. Meteorologe Alexander König von wetter.com über unter anderem das Phänomen Geistergewitter. Vielen Dank. Danke auch. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.